da riss am 13. Mai der himmlische Vorhang entzwei. In der Not eilte die helfende Mutter herbei, und zur restlos verirrten Herde schwebte sie sechsmal hernieder zur Erde. Das arme Portugal war die begnadete Nation. Fatima, ein Dörfchen, wer kannte es schon? Das Geschwisterpaar Jacinta, Francisco und Lucia gehörten zur erkorenen Kinderschar. Sie mussten täglich ihre Schäfchen hüten und in der sengenden Sonne brüten. Zum fröhlichen Spiel war man immer bereit, auch zum Beten blieb stets noch sehr viel Zeit. Mitten beim mittäglichen Angelusläuten, da ein Blitz, ein Donner, was sollte das wohl bedeuten? Schnell die Schafe zusammen, alles talwärts rennt, da ein zweiter Blitz vom strahlenden Firmament. Sie schauen eine wunderschöne Frau auf ihrer sonst einsam verlassenen Au. Glänzend mit einem golddurchwirkten Gewand hielt sie den Rosenkranz andachtsvoll in der Hand. Sie erschrecken, dann staunen sie fürwahr, so begannen die Erscheinungen in Fatima. Und in der Bergmulde oberhalb Aljustrell sinken die drei in die Knie sehr schnell. Fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts zuleide, ruft eine weiche Stimme wie von Seide. Ich komme vom Himmel, spricht sie mit sanftem Ton. Sie verlieren die Angst, sie öffnen sich schon. Wollt ihr euch Gott als Sühnopfer schenken und der beleidigten Majestät Gottes gedenken? Seid ihr bereit, jedes Leid zu ertragen, jedes Opfer zu bringen, allem zu entsagen, für die Bekehrung der Sünder, die der Hölle zueilen, für die Flüche, die mein Herz zerstechen, zerteilen, für all die Beleidigungen gegenüber meinem unbefleckten Herzen, die mir tagtäglich zugefügt werden mit Schmerzen.